Ich nehme euch jetzt direkt mit und sage euch sofort Harden Volume 2. Mach einfach ganz normales Training und gebe euch immer währenddessen die Live-Updates, was passt und was nicht passt. Ich sage euch so viel zu allem, was ihr seht. Die Halle hier ist unfassbar staubig, unfassbar beschissen, was das angeht. Aber ansonsten, let's go! Es ist fair. Ich bin der Meinung, für 160 Euro ist es nicht adäquat, also weil es ist dasselbe Material wie im Damian Lillard 3. Ich bin ein absoluter Fan von Damian Lillard 3. Das Material tut absolut seinen Job, aber es ist meiner Meinung nach zu billig für den Preis. Ansonsten kauft den Schuh ein bisschen zu klein, halbe Größe bei mir. Er fällt sehr schmal aus, aber ansonsten, das Material ist schon geil, unterstützt, fühlt sich auch gut an, aber es ist halt irgendwie ein bisschen cheap dafür, dass Harden der Athlet ist. Dicker als jemals zuvor. Allerdings ist es nicht so weich, wie es aussieht. Jetzt im Vergleich zu Ultra Boost oder so, was ungefähr dieselbe Dicke ist, ist das absolut kein Vergleich. Es ist super stabil. Der ganze Schuh hat eine super stabile Basis. Trotzdem habt ihr eine gute Impact Protection. Seid noch nah am Boden. Ihr habt aber ein sehr hohes Offset. Also ihr seid vorne deutlich niedriger als hinten. Insgesamt ist es gelungen. Ich persönlich finde den Harden 1 allerdings besser. Aber das ist Geschmackssache. Es ist absolut in Ordnung. Es tut seinen Job sehr gut. Ist nicht so gut wie vom Harden 1. Also ich meine, die Halle ist super staubig, okay. Wenn ihr jedes Mal wiped, also jedes Mal, wo ihr Schuh abwischt, habt ihr echt Probleme mit dem Grip. So, Sportsfreunde, das war's von mir und vom Harden Volume 2. Wie ihr euch jetzt sicherlich schon denken könnt, kein Rimrock Certified. Ist einfach nicht drin. Dennoch ist das ein absolut solider Performer. Das hier ist wirklich eine miserable Halle, was die Conditions angeht. In anderen Hallen hatte ich mit diesem Schuh absolut keine Probleme. Da ist das Grip relativ gut. Ihr müsst es ein bisschen einspielen und es ist, wie gesagt, nicht so gut wie vom Harden Volume 1. Ich weiß nicht warum, ich finde es ein bisschen schade, aber was soll's. Ansonsten bringt der Schuh alles mit, was ihr braucht und ihr könnt den auch wirklich eine Weile Outdoor zocken. Also ihr könnt Streetball mit dem spielen, auch Asphalt, weil dieses Gummi ist relativ dick und relativ hart. Das wird einen Moment lang funktionieren. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas, dies, das, sonst was, und wenn euch das gefallen hat, natürlich lasst gerne ein Abo da, ansonsten Comments, 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 wenn ihr auch eure Erfahrungen habt, interessiert mich das auf jeden Fall. Ja, und das war's von mir.